Grüße, liebe Leute, ich bin der Luke Andrews aus dem südlichsten Niederösterreich. Ich freue mich, heute diese Veranstaltung musikalisch begleiten zu dürfen mit dem ersten Song. Das war meine allererste Single voriges Jahr im März. Möchte ich euch begrüßen, und so heißt es Coming Home. Put on my baggy pants and worn out socks, wearing a scruffy beard, my old shirt, and my hair's as messy as a tree after a windstorm. Yeah, that makes me feel I'm home. Home. Don't matter where I've been, coming home has got me singing out. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. There's a place where everything's accepted. Nothing standing in my way, I can be me. I need people to love, to fight, to be there in my life. Yeah, that makes me feel I'm home. And if I've got to shed some tears, I know there's someone who lent an ear. Don't matter what I've done, coming home has got me singing out. Na 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 na. 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 And if I've got to shed some tears, I know there's someone who lent an ear. Don't matter what I've done, coming home has got me singing out. Na 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 na. 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 Es darf ruhig mitgesungen werden. Na 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 na. Text ist nicht so schwierig. Na 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 na. Es ist keine gute Aufwärmübung. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, aber vor allem natürlich liebe Frau Klinger, liebe Familie Klinger, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen, wie ich an dieser Stelle zu sagen pflege, an der schönsten Universität der Welt, an der WU Wien, und freue mich, dass Sie heute zu einem ganz besonderen Anlass hier an der WU auch erschienen sind, die Vergabe des Titels der WU-Managerin des Jahres. Ich darf Ihnen vielleicht, bevor ich zum eigentlichen Höhepunkt des heutigen Abends komme, ganz kurz einen Überblick geben über den Verlauf, wie wir das sozusagen organisiert haben. Ja, das Ganze ist eingebettet ja in eine Veranstaltung WU Matters, WU Talks. Mit dieser Vortragsreihe, Eventreihe, versuchen wir, eine Plattform zu bieten für den Austausch der Universität, der WU, mit der Öffentlichkeit zu aktuellen Themen, zu interessanten Themen.
Damit soll hier sozusagen ein Forum geschaffen werden, wo wir aus der Sicht der Wissenschaft auch immer wieder beleuchten, was beschäftigt, aber auch natürlich die Gesellschaft und welchen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Probleme wollen wir auch leisten. Und im Rahmen dieser Serie WU Matters, WU Talks bauen wir traditionellerweise, inzwischen kann ich schon fast sagen, auch immer die Vergabe des Titels WU-Manager oder WU-Managerin des Jahres ein. Den Beginn des Abends begehen wir also mit der feierlichen Auszeichnung, und die Verleihung dieser Auszeichnung ist immer etwas ganz Besonderes, und damit ehrt die WU herausragende Leistungen außergewöhnlicher Manager und Managerinnen. Was muss man sozusagen erfüllen, um zu dieser Auszeichnung zu kommen? Man muss, wie gesagt, ausgezeichnete und herausragende Leistungen erbracht haben. Man muss internationale Erfahrungen oder eine internationale Karriere vorweisen können. Aber man muss sozusagen auch vorbildhaftes Wirken gezeigt haben innerhalb und außerhalb des eigenen Unternehmens, und das ist ganz wichtig, man muss an dieser Universität studiert haben. Jetzt sehe ich gleich ganz furchtbar enttäuschte Gesichter, also einige, die halt das nicht getan haben, tut mir leid, Fehler macht man nun einmal im Leben, aber Sie können es wieder gut machen. Wir haben nämlich ja beschlossen, Sie können ja auch bei uns an der WU Executive Academy noch einen Lehrgang, einen MBA oder was auch immer besuchen, dann zählen wir Sie zu WU Alumni, und damit kehren Sie dann sozusagen, gehören Sie zum Kreis der möglichen zukünftigen WU-Manager und WU-Managerinnen des Jahres. Im Anschluss an die Ehrung setzen wir den Abend mit einem Vortrag unserer Preisträgerin fort und einer Podiumsdiskussion. Annette Klinger diskutiert heute mit Frau Professorin Susanne Kals, Leiterin des Instituts für Unternehmensrecht an der WU, über die Stellung und Zukunft von Familienunternehmen in Österreich. Und die beiden gehen der Frage nach, ob diese Zukunftsstars oder doch eher, ob sie ein Auslaufmodell sind. Moderiert wird die Diskussion von Michael Köttrich von der Presse. Ja, musikalisch, der junge Mann hat sich schon vorgestellt, wird der heutige Abend begleitet von Luke Andrews. Ich denke mal, das Einleitungslied Welcome Home, Coming Home. Hoffentlich gilt das für Sie, Frau Klinger, Coming Home im Sinne von zurück an Ihre Alma Mater. Nun aber zum feierlichen Anlass des heutigen Abends, der Verleihung des Titels WU Managerin 2019 an Frau Annette Klinger. Ja, wir haben uns natürlich überlegt, wo suchen wir? Da gehen ja einige Vorarbeiten sozusagen, werden da gestartet, um die geeigneten Personen zu identifizieren. Und es ist ja nun wirklich kein Geheimnis, dass Familienunternehmen in Österreich eine ganz wichtige Rolle spielen. Ich habe mir nur ein paar aktuelle Daten herausgesucht. Es gibt 157.000 Familienunternehmen, die 1,8 Millionen Beschäftigte haben und 393,5 Milliarden Umsatz machen. Also das ist schon eine sehr gewichtige Gruppe. Daher haben wir uns überlegt, schauen wir denn einmal so in diese Gruppe hinein, was haben wir da für Absolventen und Absolventerinnen unserer Universität und wer ist da vorbildhaft? Und da fiel unsere Wahl ganz leicht, einstimmig im Rektorat, auf Sie, Frau Klinger. Ja, Annette Klinger steht einem traditionsreichen Familienunternehmen vor und zeichnet sich durch Mut und Durchsetzungskraft aus. Sie führt das Familienunternehmen bereits in dritter Generation und blickt auf eine herausragende Unternehmensgeschichte zurück. Die 1931 von ihrem Großvater Eduard Klinger gegründete Ein-Mann, also durchaus geschlechtsspezifisch, Ein-Mann-Schlosserei, wurde später unter der Marke Internorm zur größten international tätigen Fenstermarke, die bis heute natürlich einen ausgezeichneten Ruf hat. Nach Abschluss ihres Studiums der Handelswissenschaften an der WU absolvierte Frau Klinger ein Traineeship bei einer Bank in Wien, bevor sie dann doch in das Familienunternehmen einstieg, damals in die Finanzbuchhaltung, und 1997 übernahm sie gemeinsam mit zwei Cousins die Führung des internationalen Fensternetzwerks.
Durch den Ausbau des Familienunternehmens hat unsere Preisträgerin nicht nur Arbeitsplätze geschaffen und damit die Wirtschaft in der Region angekurbelt, sondern auch neue Märkte in Europa erschlossen und das Unternehmen stetig weiter ausgebaut. Annette Klinger zeichnet vor allem ihre Begeisterung und Vision für die Entwicklung des Familienunternehmens aus. Ganz wesentlich für eine gute Führungskraft ist für sie soziale Kompetenz und die Fähigkeit, verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen, um dann Entscheidungen gemeinsam oder, wenn es die Situation erfordert, auch allein zu treffen. Das ist gutes und mutiges Management, sagt Annette Klinger, aber vielleicht lassen wir das in ihren eigenen Worten beschreiben und ich darf bitten, Film ab. Mein Name ist Annette Klinger, ich bin WU-Managerin des Jahres 2019. Ich bin Geschäftsführerin eines Familienunternehmens. Wir beschäftigen uns europaweit mit Fenstern, Fassaden, Haustüren und Sonnenschutz. Wir haben im Moment ungefähr 3600 Mitarbeiter und einen Umsatz von ungefähr 530 Millionen Euro. Also es war für mich eine sehr überraschende Auszeichnung. Ich habe mich unheimlich gefreut darüber. Also ich fühle mich sehr, sehr geehrt und ich fühle mich der WU heute auch noch sehr verbunden. Also Fachkompetenz ja, aber ganz, ganz wesentlich ist für mich soziale Kompetenz. Einfach in Gruppen zu erleben, wo was hängt, verschiedene Perspektiven einholen, Entscheidungen gemeinsam zu treffen, aber dann auch die Verantwortung zu tragen, wenn es einmal darum geht, Entscheidungen zu treffen, die wirklich Rückendeckung brauchen und die schwierig sind und wo man den Unternehmer braucht, damit man es umsetzen kann. Wir wollen das Unternehmen erfolgreich an die nächste Generation weitergeben. Das sehe ich als Verantwortung meinen Eltern gegenüber, die das, oder unseren Elterngeneration, die das aufgebaut haben, aber auch meinen Kindern gegenüber. Also ich möchte es so übergeben, wie wir es bekommen haben, ein funktionierendes Unternehmen, das auf festen Füßen steht und wo man weitergestalten kann. Also ich finde das Gebäude und die Idee, einen Campus zu machen, wirklich spannend, weil das einfach für die Studierenden und auch für Besucher eine ganz tolle Atmosphäre ist, so einen Ort des Wissens zu haben. Und auch der Außenbereich, das finde ich wirklich schön und spannend. Die Architektur ist sehr international, wirklich toll. Also das Wesentliche ist einfach, sich Dinge zutrauen. Also es laufen einem im Leben ganz, ganz viele Chancen über den Weg, die man einfach nur ergreifen muss und sich das selber zutrauen muss. Also ich habe viele Nebenjobs gemacht neben dem Studium und habe keinen bereut. Ich habe zumindest nachher gewusst, was ich nicht machen will und das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Ein Tipp wäre auch noch, aus Wien rauszublicken beim Bewerben für Realjobs, für Begleitung von Arbeiten, für Seminararbeiten, für Bachelorarbeiten oder was auch immer. Und auch bei der Jobwahl durchaus aus Wien rauszuschauen. Österreich ist ein Industrieland und gerade in den Bundesländern sind sehr, sehr spannende Industrieunternehmen, die internationaler sind, als man glaubt und vor allem sehr oft Familienunternehmen sind. Das sind durchaus spannende Arbeitgeber. Ja, und weil die Frau Klinger natürlich viel zu bescheiden ist, um hier ordentlich über sich selbst zu reden, haben wir gesagt, das lassen wir jemanden anderen machen. Ich darf dich, liebe Susanne, bitten, die Laudatio zu halten. Danke. Es war für mich eine besondere Auszeichnung, Frau Klinger, dass Sie mich gebeten haben, hier tatsächlich die Laudatio halten zu dürfen. Ich habe für meine Studierenden und für meine Assistenten schon manchmal das machen dürfen, aber für eine Unternehmerin noch nie. Also es ist insofern für mich auch wirklich eine Premiere. Es muss nicht unbedingt Christo sein und es muss nicht unbedingt der Reichstag sein, wenn man an Gebäudehüllen denkt. Man kann auch an Sonnenschutz denken, man kann auch an den Durchblick denken, man kann an Fenster und an Türen denken.
Man kann an Qualitätsprodukte denken und man kann an Qualitätsprodukte eines österreichischen Unternehmens denken, das eben hier mitten in Europa steht, Qualitätsprodukte fertigt und eine europäische Marktführerschaft hat. Und das aus einem Familienunternehmer kommt. Fenster und Türen sind sympathische Produkte. Wir kennen sie, wir können sie angreifen, wir können uns darunter etwas vorstellen. Eigentlich glaubt man, wenn man so dilettantisch herangeht, nicht, dass hier hohe Innovationskraft drinsteckt, dass das kleine technologische Meisterwerke sind. Ich habe meinen Bruder gefragt, der im Vertrieb von derartigen Produkten oder Holzprodukten tätig sind, und der mir erklärt hat, wie schwierig und wie viel Technologie in diesen Produkten an und für sich steckt und ständig eine Weiterentwicklung geleistet werden muss, um tatsächlich hier diesen dynamischen Markt bedienen zu können und voll mitspielen zu können. Es geht aber heute nicht darum, um irgendwelche Produkte zu sprechen. Es geht auch nicht darum, irgendwelche Unternehmen oder ein Unternehmen zu beschreiben, sondern es geht darum, die Person dahinter, die hier dieses Unternehmen ganz maßgeblich prägt und weiterentwickelt hat, genauer darzustellen. Es geht um Frau Magister Annette Klinger. Wer ist Frau Magister Klinger vorweg? Sie wird heute die WU-Managerin des Jahres. Also dieses Rätsel hat ja die Rektorin vorher schon geklärt. Aber beschreiben wir sie ein bisschen genauer. Sie wurde in den 60er Jahren geboren als Tochter einer zweifachen Unternehmerfamilie. Frau Klinger, ihre Mutter ist auch da, führte ein Dornaschistengeschäft in Linz, und Frau Klinger hat uns erzählt, dass sie vor allem dort das Unternehmerdasein gelernt hat. Der Vater, ein Schlosser, der auch Fenster produziert, der aber ihnen als Kind gar nicht so viel gesagt hat und der Betrieb ihnen gar nicht so nahe gestanden ist. Aber sie wurden eingeladen, eben hier schon mitzuarbeiten und das Unternehmertum tatsächlich kennenzulernen. Sie wurden auch eigentlich eingeladen, in Linz zu studieren, dann können sie gleich mitarbeiten noch im Unternehmen. Und sie haben das so nett erzählt, nein, ich wollte schon nach Wien gehen, eigentlich auch ein bisschen, um dem heimatlichen Unternehmen zu entwischen, aber im Grunde ist es auch ganz gut, den oberösterreichischen Tellerrand ein bisschen hinter sich zu lassen und in die große, weite Welt der WU zu kommen. Und sie entscheiden sich für Handelswissenschaften, nicht für die Betriebswirtschaft, sondern für das durchaus apartere Fach, oder so ist das immer beschrieben worden in der Zeit des Diplomstudiums. Da hat man nämlich zwei Fremdsprachen gehabt und es waren nicht nur Hardcore-Zahlen, sondern das war ein bisschen weiter, eben auch das Internationalere, das man eben hier mehr gesehen hat. Und sie haben die Zeit des Studiums, und das war noch im 9. Bezirk und nicht hier am schönen Campus, hier genutzt, um einerseits sich generell auszubilden und einen gewissen Abstand zu daheim zu bekommen. Aber die WU war für sie sowieso ein Glücksgriff. Sie haben ihren Mann hier an der Universität kennengelernt und ihre Tochter studiert jetzt bei uns. Das heißt, sie haben sich klar für die WU entschieden und ihre Tochter nutzt auch alles, was wir bieten können, ist gerade auf einem Auslandssemester in Boston in den Vereinigten Staaten. Das heißt also, sie nutzen das oder haben das sehr gut genutzt. Sie sind aber dann heimgegangen in das Familienunternehmen ihres Vaters, haben dort verschiedene Stellen und Positionen eingenommen und wollten so schön langsam hineinwachsen in das Unternehmen. Aber dann kommt ein markantes Ereignis. Ihr Vater stirbt, bevor er 60 ist, und hat zwar wollen, dass er eigentlich relativ früh sich aus dem Unternehmen zurückzieht, aber das war zu früh. Sie hätten ihn eigentlich noch gebraucht als Begleiter und als väterlichen Ratgeber, um hineinzukommen in das Unternehmen. Aber das war schon eine Hochzeit in ihrem Leben, den Verlust des Vaters. Hinein in die Vorstandstätigkeit eines Unternehmens, das ganz massiv in der Expansionsphase gewesen ist. Sie mussten eine zeitversetzte Generationenfolge machen, weil ihre Tante und ihr Onkel waren ja noch da. Sie haben vorher schon übernommen. Und in dieser Zeit haben sie auch zwei Kinder bekommen mit Anfang 30. Also da war schon die Rush-Hour ihres Lebens, die sie hier bewältigen mussten, und dass eben hier
sehr viele Spagate und Spannungen zu überwältigen waren, um eben hier tatsächlich an der Spitze des Unternehmens hier realisieren zu können. Eben einerseits als Frau an der Spitze eines Unternehmens. Den Spagat zwischen Mutterdasein von zwei winzigen Zwergen und eben hier an der Spitze eines Unternehmens zu stehen. Und außerdem gibt es einen hochkompetitiven Markt mit irrsinnig vielen Wettbewerbern, die ja alle nicht schlafen und nicht warten, bis sie ihr Familienleben geordnet haben und bis die Kinder größer geworden sind. Wie geht denn das eigentlich? Oder wer hat sie in der Zeit unterstützt? Es war ganz sicher einmal ihr Mann und ihr Partner. Sie haben das so schön erzählt, wie sehr sich ihren Tagesrhythmus geteilt haben, dass er sehr früh begonnen hat und Nachmittag bei den Kindern war und sie in der Früh bei den Kindern und Nachmittag frei gehabt haben, um eben nicht pünktlich daheim zu sein. Und ich weiß, es gibt nichts Nervigeres, als Nachmittag pünktlich sein zu müssen. Also um eben Kinder irgendwo abzuholen. Und wenn man, das ist aber ganz entscheidend, das entscheidet über den Erfolg von Karrieren oder Nicht-Karrieren. Und Sie haben sich das selbst organisiert, dass Sie genau da in der Phase unternehmerisch tätig sein konnten, um, wie wir es am Film gesehen haben, Ihre Sozialkompetenz eben im Unternehmen ausspielen zu können. Ein zweiter Punkt, und wer Sie sehr unterstützt hat, neben Ihrer Mutter natürlich, aber war, und das haben Sie so schön beschrieben, Ihre Schwester. Ihre Schwester, mit der Sie so ein sehr nettes und schönes Verhältnis haben. Ich habe selbst drei Brüder und bin mit denen auch bestens. Also ich kann Ihnen das sehr gut nachfühlen, dass das ganz wichtig ist. Und wenn Sie vorige Woche die Furche gelesen haben, dann war eine sehr schöne Darstellung über die Geschwisterbeziehungen. Das sind so die Sparringpartner, das sind die Trainingspartner, die hart sind, die kritisch sind, die aber auch wohlmeinend sind. Und eine Diskussion ist keine Streit, sondern ein konstruktives Weiterbringen. Und genau so haben Sie Ihre Schwester beschrieben, die Lehrerin ist und eben trotzdem, und das habe ich so lustig gefunden, dass Sie gesagt haben, trotzdem denkt sie unternehmerisch. Also ich habe selber einen Lehrerbruder, der ist auch durchaus eine positive Figur und wir Unimenschen sind ja auch Lehrer. Was sind wir denn? Wir sind Motivatoren, wir sind eigentlich Übersetzer, wir sind Stimulatoren und genau das ist auch Ihre Aufgabe in einem Unternehmen, dass Sie Ihre Mitarbeiter mitnehmen, dass Sie Ihre Visionen weitergeben können. Und Sie brauchen mit Ihren Visionen einen ersten Sounding Board. Und das ist für Sie Ihre Schwester, mit der Sie sehr viel diskutieren und mit der Sie eben hier eben nicht nur über allgemeine Themen, sondern gerade über Ihre unternehmerischen Themen sprechen können. Und dann sind es natürlich Sie selbst. Sie mit Ihren unterschiedlichen, verschiedenen Aspekten und Ihren verschiedenen Positionen, die Sie eingenommen haben in dem Unternehmen. Als Vorstand in der internationalen Fensternetzwerk, also in der IFN, als Aufsichtsratsmitglied, als Beiratsmitglied, als Vorsitzende des Gesellschafterausschusses, als stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats. Also Sie haben viele, viele Positionen hier übernommen, aber letztlich geht es gar nicht um die Position, sondern es geht da, um hier da zu sein und eben tatsächlich diese verschiedensten Schnittstellen gut bedienen zu können. Anders wäre es ja letztlich nicht möglich, diese vielen Menschen zusammenzubringen und eben hier tatsächlich für ihre Ideen zu begeistern und voranzubringen. Nicht umsonst haben Sie heute rund 3.700 Mitarbeiter, von denen 2.600 in Österreich arbeiten, 400 in Finnland, 250 in der Slowakei, 200 in Dänemark, 100 in Deutschland und in 22 Ländern sind Sie tätig, um insgesamt 546, Sie haben vorher 530 Millionen Umsatz hier zu erwirtschaften und zu erarbeiten. Das geht nicht von selbst. Wie gelingt es, dass man eben hier die unternehmerische Leistung für Fenster, und das ist jetzt Internorm, für Türen, das ist Topic, für Fassaden, das ist GLG, für Sonnenschutz, das ist Schlotterer oder für die Fenster Kastrup zu erreichen. Das ist eben eine ständige Suche, eine Findigkeit nach Ideen, nach neuen Produkten, nach neuen Vertriebsmöglichkeiten, nach neuen Kooperationen, dass man eben immer gemeinsam und ganzheitlich sehen muss.
Es geht eben darum, Mitarbeiter mitzunehmen und in den verschiedenen Standorten. Und Sie haben gesagt, wir sollten aus Wien herausgehen und die Arbeitnehmer und junge Studierende sollen hingehen. Ich habe mal angeschaut, wo sie sind in Österreich, also nicht ganz Europa. Und es wäre jetzt toll, dass wir ausprobieren, ob sie wissen, wo diese Orte alle sind. Meine Studierenden frage ich dann immer, aber ich frage sie jetzt eh nicht. Also wo eben Atnet in Salzburg, dann Saaleinsbach in Oberösterreich. Dann haben wir Adnang-Buchheim und Traun und Lanach in der Steiermark. Also Sie sind an den verschiedensten Standorten hier in Österreich. Sie sind in Deutschland tätig, Sie haben ein Werk in der Nähe von Bratislava, Sie haben im Mittelfinnland ein großes Unternehmen und haben auch eine Produktionsstätte in St. Petersburg. Das heißt, Sie sind hinausgegangen in den 90er Jahren, haben die Chance des CEE-Marktes eben erkannt, sind in unsere Nachbarländer gegangen und haben sich dann über Deutschland auf den skandinavischen Markt auch konzentriert, eben wo mit Holz und mit Kunststoff eben gerade im Fassadenbau, im Holz- und Türenbau gearbeitet worden ist. Und sie haben eben hier nach neuen Märkten gesucht und haben eben hier ständig eben das Unternehmen an den verschiedensten Stellen weiterentwickelt. Aber das ist ja nicht nur das Produkt, das ist nicht nur der Vertrieb. Es geht darum, ein Unternehmen auch öffentlich zu positionieren. Sie waren sofort auch bereit, dass sie Positionen in der Wirtschaftskammer übernehmen, dass sie Positionen in der industriellen Vereinigung übernehmen, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, weil wir eben verschiedene Themen zu Familienunternehmen dort diskutiert haben. Und es war für mich sehr spannend, wo Sie ein paar Mal sofort den Praxistest, den Lackmustest mit irgendwelchen Ideen, die da daherkommen, sofort eben gesagt haben und gesagt haben, man muss politische Ideen auch sofort auf ihre unternehmerische Tauglichkeit überprüfen. Das war die Frage des Familienbonus mit dem Steuervorteil, wo Sie sofort geklagt haben, aber doch nicht zulasten der Unternehmer, die hier eine ganz massive administrative Last haben und eigentlich die Kosten dafür tragen. Sie haben dann, wie wir einmal diskutiert haben, familienfreundlicher Betrieb, dass das auch nicht zulasten der Unternehmer gehen kann. Klingt ja ganz gut, dass man überall eine Krabbelstube für Kinder hat, aber letztlich nicht unbedingt in jedem kleinen Unternehmen. Und Sie haben aber auch ganz spannend erzählt, dass es für ein privat geführtes Familienunternehmen nicht einfach ist, in einem politisch geprägten Umfeld, wo Förderungen völlig ungleich vergeben werden und dass eben hier massive Wettbewerbsverzerrungen dafür sind, dass das für ein einzelnes Unternehmen schwierig ist auszugleichen. Es geht nicht mehr nur über die Qualität, das ausbessern zu können. Das heißt, unternehmerische Tätigkeit heißt nicht nur, sein Produkt zu entwickeln, sondern das Umfeld, den Markt, das politische Umfeld genauso zu kennen wie das gesellschaftspolitische Umfeld. Sie haben das vorher gerade auch mit der Werbung für junge Mitarbeiter schon gesehen. Aber kommen wir noch einmal ganz kurz zurück, diese historische Rückblende, die unsere Rektorin ja auch schon angesprochen hat. 1931 ist das Unternehmen gegründet worden, 1967 ist es von der ersten auf die zweite Generation übernommen worden, wo eben Onkel und Tante sie das übernommen haben. Und Sie sind jetzt gemeinsam mit Ihren Cousins in der dritten Generation. Wir sind schon im Cousinen- und Cousin-Alter, was eigentlich eine ganz kritische Phase für Familienunternehmen ist. Der erste baut es auf, der zweite verlebt es, die dritte verschleudert es. Also so bei den Familienunternehmen mit der dritten Generation. So gar nicht bei Ihnen. Bei Ihnen, Sie haben den Schub gemacht, eben vom soliden, vom guten, sich entwickelnden Familienunternehmen in Oberösterreich zu einem wirklich international tätigen Unternehmen, das eben hier in 22 Ländern tätig ist und heute mit verschiedensten Produkten, auch mit hier mit einem schönen Portfolio von unterschiedlichen Produkten, tatsächlich hier auf dem Weg zur europäischen Marktführerschaft sind und eben ganz gut und schrittweise den CEE-Raum und den skandinavischen Markt entwickelt haben.
Spannend ist auch, wie wir darüber geredet haben, na, und Sie wissen, ich bin völlig unbefangen als Juristin, was interessiert mich die Regeln? Also auf welchen Regelungen baut denn das auf? Und Sie haben hier sehr schön damals erzählt, ja, mit unserem Unternehmensübergang und mit der dritten Generation haben wir ein solides Regelwerk geschaffen. Wir haben eine Familiencharta. Wir haben Regelungen, die funktionieren müssen, wenn wir eben Konflikte austragen oder wenn wir eben Meinungsverschiedenheiten einerseits haben. Aber wir haben uns auch Regeln gegeben, damit wir ein gewisses Prozedere, ein gewisses Miteinander haben, damit wir uns regelmäßig treffen, damit wir diskutieren. Und das ist hier ganz entscheidend. Regeln nicht als Grenze, sondern Regelungen als Anreger, als Anstoßer, damit wir Dinge tatsächlich machen. Und Regeln sind nur so gut, wie sie gelebt werden. Und Regeln sind nur dann gut, wenn man sie nicht sieht. Also wenn es eben eigentlich von selbst funktioniert und wenn eben hier tatsächlich die Menschen leben, miteinander reden und in Beziehungen treten. Und das ist mein Schlagwort, dass Sie eigentlich genau an diesen vielen Schnittstellen stehen. Sie haben sich vorher eben bezeichnet mit hoher sozialer Kompetenz. Genau an diesen Schnittstellen brauchen wir diese soziale Kompetenz. Egal, ob das hier in der Geschäftsführung ist mit Ihren Cousins, ob das zu Ihren Tanten und Onkeln ist, ob das zu Ihren Mitarbeitern ist, ob das zur Öffentlichkeit und anderen Unternehmen ist. Es geht immer darum, im Kontext die entsprechende Kommunikation aufzubauen, seine Position zu beziehen, zu spiegeln, auch die andere Position kennenzulernen. Eine der Schnittstellen ist die Öffentlichkeit und ist die Gesellschaft. Und wir als Wirtschaftsuniversität sind froh, dass Sie auch uns gewählt haben, dass wir an einer Schnittstelle zu Ihnen, zu Ihrem Unternehmen und zu Ihnen als Person stehen dürfen. Andererseits in der industriellen Vereinigung, in der Wirtschaftskammer, aber dass Sie eben hier ganz klar auch sagen, eine Universität, eine Wirtschaftsuniversität ist für Sie ein ganz wichtiger Partner, um auch Ihr Unternehmen, um auch Familienunternehmen weiterzubringen, um gemeinsam eben für den Standort Österreich hier die angemessenen Rahmenbedingungen schaffen zu können. Wir als Ausbildungsstätte, als Anreger, Sie als Unternehmen, die eben unsere Studierenden aufnehmen können und zugleich auch den Bedarf an uns adressieren können. Wenn wir an einer so einer Ehrung stehen, dann ist es einmal ein Tag der Freude, dann ist es ein Tag der Ernte. Unternehmerisch gesagt, wir haben fast eine Schlussbilanz. Also man könnte sich jetzt darüber freuen. Vor 3 Wochen haben wir auch in diesem Saal ein sehr schönes Fest gefeiert. Da haben wir gelernt, solche Feiern sollten wir nicht beenden mit einer Schlussbilanz, sondern mit einer Erwartungsbilanz. Also wir freuen uns, dass wir Sie heute auszeichnen dürfen, dass wir heute mit Ihnen feiern dürfen. Wir machen das aber auch, um Sie anzustoßen und anzuregen, dass Sie sich überlegen, ja, was kommt jetzt noch? Und wie können wir Sie unterstützen? Wie können wir Sie begleiten? Und wie können wir das eigentlich gemeinsam erleben. Aber die Erwartungsbilanz sollte nicht allzu groß sein. Heute freuen wir uns mit Ihnen und sind froh und auch dankbar und stolz, dass wir Sie heute zur WU-Managerin des Jahres auszeichnen dürfen. Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe mir gedacht, ein kleines Dankeschön für die Laudatio zum momentanen Außentemperatur passend, eine Schneekugel für den WU-Campus. Sehr fein. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich glaube, jetzt ist hier allen klar, warum unsere Wahl auf Frau Klinger gefallen ist, zur Auszeichnung mit dem heurigen WU-Managerin des Jahrestitels. Frau Klinger, ich darf Ihnen sagen, die WU ist sehr stolz auf Sie. Es freut uns sehr, dass Sie als eine unserer Absolventinnen einen derartigen tollen Karriereweg gemacht haben, aber sozusagen auch in Ihrem Tun und Ihrem Schaffen ein wichtiges Role Model sind. Und ich darf Ihnen jetzt ganz offiziell hier auf der Bühne im Namen der WU diese Auszeichnung zukommen lassen. Bitte schön. Sensationell. Herzlichen Dank. Wunderschön. Danke. Danke. Und das ist auch eine
etwas für an die Wand hängen. Toll. Wenn man sich das hinhängen toll. Wir haben mehr Fenster als Wände. Nein, müssen Sie sich was einfallen lassen. Herzlichen Dank. Sensationell. Vielen Dank. Ja, eben, wir dürfen da wieder gehen. Das Mikrofon, Test, jetzt geht's. Ich möchte kurz zum nächsten Song die Geschichte dazu erzählen. Und zwar, ich war mit meinem Bassistenfreund in London für ein Jahr und habe dort quasi alle meine Songs für das Album geschrieben. Unter anderem der nächste, und zwar das Szenario war das. Ich sitze in meinem 8 Quadratmeter Zimmer in London, schaue so aus dem Fenster, das passt gut dazu eigentlich, und sehe ein Einfamilienhaus mit einer Frau, die im Rollstuhl sitzt. Und mir kommt vor, jedes Mal, wenn ich aus dem Fenster ausschaue, sehe ich sie strahlend, sie winkt auf. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Eine Frau im Rollstuhl, der es gesundheitlich nicht gut geht und sie aber trotzdem jedes Mal so happy ist und auferlocht und aufgrüßt. She's got a smile in her pocket. Feels like I see her whenever I open my window. The woman across the street said hello once or twice, but I feel like I know her, she knows me. Lives with her kids and her husband, her friends are coming by. I admire her kindness, she makes the neighborhood special. The woman in a wheelchair, she's got a smile in her pocket, puppy by her side, rolling through the street and leaves. She's got an aura that catches me, it gives me advice, changes my view of life. Whenever she waves to my first floor window, where I sit hours and days writing songs, I realize she found her own sunshine again. And everyone gets a piece of her gold. The ground is slowly fading beneath her feet. All this pain no one can see. Alive with this burden, though she's strong enough, she won't give up. I've got that picture in my head, troubles roll out of her way. She's ready for whatever comes, she makes the neighborhood special. The woman in a wheelchair, she's got a smile in her pocket, puppy by her side, rolling through the street and leaves. She's got an aura that catches me, it gives me advice, changes my view of life. Whenever she waves to my first floor window, where I sit hours and days writing songs, I realize she found her own sunshine again, and everyone gets a piece of her gold.
She's got a smile in her pocket, puppy by her side, rolling through a street of leaves. She's got an aura that catches me, it gives me advice, changes my view of life. Whenever she waves to my first floor window, where I sit hours and days writing songs, I realize she found her own sunshine again, and everyone gets a piece of her glow. Her glow. And everyone gets a piece of her glow. And everyone gets a piece of her glow. Her glow. And everyone gets a piece of her glow. And everyone gets a piece of her glow. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für den Applaus für Luke Andrews. Ja, wir haben schon so viel über die WU-Managerin des Jahres gehört. Jetzt wird sie gleich selber zu Wort kommen. Sie wird uns Einblicke in ihren Arbeitsalltag geben und sie wird einige Dinge thematisieren, nämlich die Bedeutung der Familienunternehmen für die österreichische Wirtschaft, den Unterschied im Alltag von Familienunternehmen und kapitalmarktorientierten Unternehmen, und sie wird auch thematisieren die Stärken und Schwächen von Familienunternehmen. Annette Klinger, die WU-Managerin des Jahres zum Thema Familienunternehmen, Zukunftsstar oder Auslaufmodell. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Rektorin, sehr geehrte Frau Professor Karls, liebe Studierende, sehr geehrte Damen und Herren, die Vorreden waren jetzt wirklich berührend und man merkt, man ist auf einer Uni, hier sind Profis am Werk, auch in ihrer Präsentationstechnik und Vortragstechnik. Ich werde mich manchmal wiederholen, Sie haben vielleicht einige Inhalte schon gehört, aber es ist mir trotzdem ein Anliegen, Ihnen heute ein paar Themen mitzugeben. Ich bin vor ungefähr 26 Jahren im Festsaal von der alten WU gestanden, im 9. Bezirk. Das war meine Sponsion und mir sind so unheimlich viele Ziele und Visionen durch den Kopf gegangen, was alles in Zukunft sein könnte. Ich gebe es ganz ehrlich zu, dass ich heute hier stehe, war nicht dabei. Das habe ich mir einfach nicht zugetraut. Heute, 26 Jahre später, bin ich Unternehmerin in einem Familienunternehmen in dritter Generation, leite gemeinsam mit meinen zwei Cousins ein Unternehmen, das europaweit Marktführer ist für Gesamtlösungen rund ums Fenster, sagen wir immer. Ich zeige Ihnen dann noch ein paar Bilder, wie man sich das vorstellen kann. So, jetzt werden wir das da kurz rausholen, Augenblick bitte. Da sieht man vielleicht so ein bisschen, was wir uns unter Gesamtlösungen rund ums Fenster vorstellen. Das sind Fenster, das sind Fassaden, das sind Haustüren, das ist Sonnenschutz, das ist Insektenschutz. Das Ganze unter mehreren Marken in Europa. Eine werden Sie wahrscheinlich als Österreicher kennen, das ist die Marke Internorm. Aber es gibt daneben auch noch einige andere, die eben auch in ihren Märkten sehr bekannt sind. Frau Professor Karls hat es erwähnt, 1997 hat mir mein Onkel bei der Weihnachtsfeier in der Firma seinen Schlüssel von der Firma übergeben. Das war nicht abgesprochen und auch nicht geplant in der Form. Und er ist ab dem Zeitpunkt gemeinsam mit meinem Vater eigentlich nur noch auf Einladung in die Firma gekommen, also zu den Aufsichtsratssitzungen. Mit dem Schlüssel hat er uns die Verantwortung übergeben für damals 1250 Mitarbeiter, eine sehr funktionierende Firma mit 130 Millionen Umsatz. Dazu muss man sagen, ich war damals 28, der Stefan war auch 28 und der Christian war 30. Wenn Sie jetzt überlegen, das klingt aber ein bisschen komisch und etwas gewagt, da war durchaus Überlegung dahinter. Der Übergabeprozess war wirklich geplant und strukturiert. Sie haben sich sehr lange mit Unternehmen, also mit Beratern sowohl im rechtlichen als auch im steuerlichen Bereich beschäftigt. Sie haben ein Management-Team geformt aus drei erfahrenen Managern aus dem Unternehmen
und uns drei Jungwischen, wie man in Oberösterreich so schön sagt. Sie haben wirklich sichtbar übergeben. Es war jedem Mitarbeiter in der Firma klar, wenn der den Schlüssel nicht mehr hat, dann kommt er auch nicht mehr. Und man muss auch sagen, sie haben riesen Glück gehabt, dass sie in der dritten Generation drei waren, die die Verantwortung genommen haben und die sich zugetraut haben, das Unternehmen zu übernehmen. Wenn man sich die Zahlen heute anschaut, dürfte es der richtige Weg gewesen sein. Mittlerweile hat sie die Mitarbeiterzahl verdreifacht und der Umsatz vervierfacht. Wir sind eigentlich in ganz Europa tätig und hin und wieder schauen wir auch nach Übersee und versuchen dort zu überzeugen, dass es in Europa bessere Fenster gibt als zum Beispiel in den USA oder in Australien. Sie haben, die Frau Professor Karls hat schon erwähnt, das Thema Familienunternehmen ist für mich so ein bisschen Steckenpferd. Also auch jenseits des eigenen Familienunternehmens hinaus. Ich bin in einigen Organisationen, die Familienunternehmen vertreten. Bin auch sehr, sehr gerne bei Projekten dabei, wo es um Forschung und Familienunternehmen geht. Wir haben auch gemeinsam, ich als Mitautorin, einen Corporate Governance Codex für Familienunternehmen geschrieben. Also wenn Sie zu dem Thema mal nachlesen wollen, was so Best Practice Beispiele sind, dann lege ich Ihnen den nahe. Und warum mich das Thema so fasziniert, würde ich Ihnen heute ganz einfach an dem erklären, dass ich Sie jetzt mitnehme in die Welt von Familienunternehmen und wir schauen uns einfach mal gemeinsam an, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Familienunternehmen und einem kapitalmarktorientierten? Und ich gebe es zu, da gibt es sogar Diskussionen unter Familienunternehmen, dass das nicht so eindeutig ist. Und ich stelle mich einfach die Frage, was ist denn eigentlich ein Familienunternehmen? Ist das was Antiquiertes, so ein Unternehmensmodell der Vergangenheit, das eigentlich keine Zukunft hat? Oder ist es ein nachhaltiges Modell des Wirtschaftens, das Österreich durchaus weiterbringen kann? Ich gebe Ihnen jetzt einmal eine Aufgabe. Schließen Sie mal die Augen und überlegen Sie, was für Sie ein Familienunternehmen ist. Stellen Sie sich einfach einmal Familienunternehmen vor. Ich gehe mal davon aus, es wird wahrscheinlich klein bis mittelgroß sein. Es gibt große handwerkliche Expertise und das Produkt ist spitzenmäßig, möglicherweise sogar Weltmarktführer. Ich habe ein Unternehmen gefunden, das das für mich bedeutet. Nämlich das Unternehmen, das die Kugel, die Schneekugel hergestellt hat von der Frau Professor Karls. Die sind Weltmarktführer. Es gibt ein einziges Unternehmen weltweit, das diesen Schnee beherrscht. Die sitzen in Wien. Das ist die dritte Generation, die Dame mit den rosa Haaren. Der Herr in der Werkstatt ist ihr Vater. Die sind Weltmarktführer für Schneekugeln. Das ist jetzt ein Aspekt von Familienunternehmen, aber es gibt noch viele, viele andere Gesichter. Es gibt internationale Industrieunternehmen, die sind Familienunternehmen. Es gibt internationale Handelshäuser, die sind Familienunternehmen. Aber ein Startup ist genauso ein Familienunternehmen wie die Ein-Mann- oder Ein-Frau-Firma. Also Familienunternehmen hat ganz, ganz viele Gesichter. Und damit ich es Ihnen einfacher mache, nehme ich Sie jetzt einfach mit in ein Industrieunternehmen. Eines in Familienbesitz und eines im privaten Besitz. Aber bevor wir dorthin gehen, möchte ich noch sagen, was eigentlich das Gemeinsame ist. Das ist nämlich, dass die Unternehmen, ob es jetzt ein Mann oder ein riesengroßer Konzern ist, in Besitz einer Familie stehen oder mehrheitlich im Besitz einer Familie stehen und sehr oft von Familienmitgliedern geführt werden. Und was mich immer wieder überrascht, ist, wie wenig Österreicher eigentlich wissen über Familienunternehmen. Oder haben Sie gewusst, dass in Österreich 90% der Unternehmen Familienunternehmen sind? Also ich hätte es unterschätzt. Noch überraschender ist, dass 61% der Umsätze, die österreichische Unternehmen generieren, von Familienunternehmen generiert werden. Und das Verblüffendste ist, 71% der Mitarbeiter, die nicht Beamte sind, also die nicht vom öffentlichen Dienst bezahlt werden, sind in Familienunternehmen. Ich bin überzeugt davon, wenn wir da draußen am Campus die Leute fragen, wie die Verteilung ist, wird das komplett anders ausschauen. Also man überschätzt die Bedeutung von kapitalmarktorientierten Unternehmen in Österreich und unterschätzt völlig Familienunternehmen. Das ist deshalb erklärbar, weil das was ganz Untypisches ist und eigentlich für Österreich und Deutschland ein Spezifikum ist. Andere Länder sind deutlich kapitalmarktorientierter. Und wenn man sich die wirtschaftliche Entwicklung jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg von Österreich anschaut, dann zeigt es, dass eigentlich der Erfolg durchaus auch auf der Säule Familienunternehmen beruht. Und ganz spannend wird es, wenn man sich die Zahlen anschaut nach der oder in der Finanzkrise oder in der letzten Wirtschaftskrise. Da sind andere Länder deutlich stärker zurückgegangen als Österreich. Wenn man sich zum Beispiel die Arbeitsmarktzahlen anschaut, hat das Modell Familienunternehmen in Österreich durch diese nachhaltige Denkweise, ich lasse keinen guten Mitarbeiter gehen in einer Zeit der Krise, wenn ich glaube, dass ich ihn morgen wieder brauche, deutlich ausgleichend gewirkt.
Und vielleicht noch was Spannendes, unter diesen Familienunternehmen in Österreich gibt es ganz, ganz viele Hidden Champions. Das Wort kennt man eigentlich gar nicht so wirklich. Wir haben in Österreich sehr viele Weltmarktführer, die kein Mensch kennt. Das sind Weltmarktführer in Nischen, die teilweise international bekannt sind, nur wir kennen sie nicht. Oder kennen Sie zum Beispiel die Firma Teufelberger, die sitzt in Oberösterreich. Das ist der Weltmarktführer für Industrieseile. Kennt man eigentlich nicht, oder noch interessanter, die Firma Stahlinger, die bezeichnen sich selbst als Weltmarktführer für Rundgewebe im Sackbereich. Kann man sich jetzt nicht viel darunter vorstellen. In Wirklichkeit machen die Maschinen, die diese Säcke für Früchte und Gemüse beinhalten. Und egal, wo sie weltweit einen Sack Kartoffeln kaufen, der Sack kommt von einer Maschine von der Firma Stahlinger. Ist doch faszinierend, dass die in der Nähe von Wien sitzen und kein Mensch kennt sie. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, was ist eigentlich jetzt wirklich der Unterschied? Ich habe vorher schon erwähnt, nehmen wir das Industrieunternehmen. Dann ist der erste riesige Unterschied die Zeitdimension, in denen die beiden Unternehmen denken. Ein kapitalmarktorientiertes Unternehmen hat einen Vorstand und der muss quartalsweise in seinen Quartalsberichten und Zahlen zeigen, dass seine Strategie die richtige ist. Der hat einen beschränkten Vorstandsvertrag, üblicherweise 3 bis 5 Jahre. Und in dieser Zeit muss er jedes Quartal seine Leistungen liefern in Form von Zahlen. Wenn ich jetzt als Familienunternehmen Entscheidungen treffe, dann denke ich in längeren Horizonten. Wenn man ehrlich ist, denkt man in Generationen. Also wir haben in unseren eigenen Unternehmenswerten drinnen stehen, dass wir das Unternehmen an die nächste Generation weitergeben wollen. Und es gibt eine ganz andere Verbindlichkeit. Wenn meine 2 Cousins und ich von einer Idee überzeugt sind, dann ist es völlig egal, ob sich die kurzfristig, mittelfristig oder langfristig rechnet. Wir gehen sie. Und dann kann es auch ganz, ganz spannend werden, weil wenn die Idee nicht aufgeht, dann haben wir schlicht und einfach unser eigenes Geld in den Sand gesetzt. Und die Verantwortung bringt durchaus auch eine Risikobremse. Weil wir können Risiken nur so weit gehen, als das Unternehmen damit nicht gefährdet ist. Bei kapitalmarktorientierten Unternehmen ist das Geld von anonymen Personen. Wenn was nicht funktioniert, wissen wir ganz genau, wen wir beschuldigen können. Das war unser eigenes Geld und unsere eigenen Fehler. Diese Freiheit, jetzt nicht in Quartalen was beweisen zu müssen, hilft im Bereich Innovationen enorm. Innovationen sind normalerweise Entscheidungen, wo ich zum Zeitpunkt der Investition in die Innovation nicht weiß, ob das Thema aufgeht oder nicht. Und das ist eigentlich die Riesenchance von Familienunternehmen. Und wenn Sie sich so anschauen, wer sind so die Innovationsführer in Branchen, sind das sehr, sehr oft Familienunternehmen, weil die einfach nicht kurzfristig nachweisen müssen, dass sehr hohe Investments wirklich die richtige Richtung waren. Ein zweiter Unterschied ist eindeutig die Unternehmenskultur. Familienunternehmen haben klassischerweise einen sehr klaren Charakter und eine sehr klare Unternehmenskultur, die oft auch niedergeschrieben ist in Form von Werten. Und im Idealfall werden diese Werte auch vom Unternehmer vorgelebt, persönlich vorgelebt. Das hat eine ganz andere Verbindlichkeit als irgendein Corporate Governance Codex, den ich veröffentliche im Internet und der als Richtlinie für meine Mitarbeiter gilt. So eine Unternehmenskultur wirkt in verschiedenen Ebenen, sehr stark im Bereich Mitarbeiter. Wenn ich ein Unternehmen habe, dessen Werte sich mit meinen eigenen Werten decken, dann hat es deutlich mehr Sinn, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Wenn man sich diese Statistik anschaut, die im Moment im Trend, ich glaube, es ist sogar die aktuelle Ausgabe, veröffentlicht worden ist, wer die beliebtesten Arbeitgeber aus Sicht jetzt von Bewertungen wie Kununu sind, dann ist es wirklich auffällig, wie viele Familienunternehmen in diesen Rankings dieser besten 200 Arbeitgeber in Österreich sind. Und ich bin unendlich stolz und ich muss es hier platzieren, dass eine Firma von uns, nämlich Internorm auf Rang 29 ist. Also wir sind die 29. attraktivste Firma, um dort zu arbeiten. Also wenn die Studierenden Interesse haben. Und ein zweiter Aspekt von Unternehmenskultur und von Personen, die diese Kultur tragen, kann man auch in der Marke sehen. Sie kennen sicher Babynahrungswerbung im Fernsehen, wo ein Klaus Hipp sagt, für die Qualität meiner Babynahrung stehe ich mit meinem Namen. Was gibt's für eine bessere Qualitätsbekundung für eine Mutter, die für ihr Kind die beste Babynahrung kaufen will, als ein Mann im mittleren Alter, der sagt, das ist mein Unternehmen und ich stehe mit meinem Namen für die Qualität dieser Produkte.
Ich weiß ganz genau, wen ich anrufe, wenn es nicht funktioniert. Und ich sage es Ihnen, Kunden rufen an, wenn man sowas ausspricht. Also wir haben in unseren Katalogen ganz am Anfang, dass wir ein Familienunternehmen sind und was wir Qualität als unser persönliches Anliegen sehen. Und das rufen die Kunden aus Nordengland an und sagen, ich habe ein Problem. Dem muss man sich dann auch stellen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, und der eigentlich größte Unterschied und auch das größte Risiko von Familienunternehmen ist, dass Familienunternehmen abhängig von Personen sind. Wie kann man sich das vorstellen? Unternehmer sind Menschen und Menschen werden geboren, Menschen verlieben sich, Menschen heiraten, Menschen kriegen Kinder, Menschen können auch krank werden, Menschen können auch sterben, selten zu dem Zeitpunkt, wo es geplant ist. Menschen haben Emotionen, die können sich lieben, die können sich hassen, die können auch wirklich streiten. Und in einem Familienunternehmen ist das Thema Mensch und Unternehmen eng miteinander verbunden. Wenn sich jemand scheiden lässt, ist das seine Privatsache. Wenn sich ein Familienunternehmer scheiden lässt, ist das Familien, also Firmensache. Und es hat schon viele Unternehmen gegeben, die in ihrer Existenz gescheitert sind, weil der Unternehmer verstorben ist, schwer erkrankt ist, sich scheiden hat lassen und die Regelung nicht da war. Dieser Konnex ist einerseits großer Vorteil und andererseits extrem großer Nachteil. Man kann das Ganze sehr wohl handhaben. Der Schlüssel zum Erfolg sind eindeutige Regeln. Die Frau Professor Karls hat schon erwähnt, es braucht ganz, ganz eindeutige Regeln, die man am besten gemeinsam ausmacht, schriftlich fixiert und wenn möglich auch noch vertraglich fixiert. Und ganz wesentlich, es muss jemanden in einem Unternehmen geben, der von allen anerkannt diese Regeln auch exekutieren darf. Was bringt eine Regel, wenn es niemanden gibt, der das aufgreift und der sagt, stopp, das geht nicht oder wir haben vereinbart, dass das so und so ist. In unserem Unternehmen ist das meine Aufgabe, einer meiner Aufgaben. Und ich kann Ihnen sagen, obwohl unser Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich ist und obwohl wir eigentlich eine Familie haben, die sehr gut funktioniert, ist es täglich harte Arbeit. Und wir haben diese Regeln wirklich schon regelmäßig gebraucht. Wenn man sich jetzt vorstellt, der Stefan ist da, mein Cousin, wir sind drei Personen mit völlig unterschiedlichen Charakteren. Wir ergänzen uns sehr gut, also unsere weißen Flecken decken sich nicht, sondern wir ergänzen uns gut. Das kann aber auch wirklich Reibung erzeugen, wenn drei völlig unterschiedliche Menschen zu Entscheidungen kommen müssen. Und wenn man ehrlich ist, haben wir schon sehr oft diese Regeln benutzt und haben einen gütlichen Weg gefunden, aus unterschiedlichen Meinungen rauszukommen. Wie groß dieses Problem eigentlich ist, zeigt, dass nur 6% aller Familienunternehmen in der dritten Generation weitergeben. 6%. Also das ist wirklich wenig. Wenn ich das gewusst hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich den Schlüssel genommen hätte 1997. Aber ich habe mich damals noch nicht so intensiv mit Familienunternehmen auseinandergesetzt. Das hat mir zum Denken gegeben. Knapp drei Generationen, das sind also 60 bis 70 Jahre. Die haben mir gedacht, wo schaut man sich Kapitalmarkt an? Und ich habe eine Studie gefunden von der Yale School of Management, wo sie beobachtet haben in Standard & Poor's 500, also für mich Kapitalmarkt pur, die Lebensdauer der Unternehmen im Durchschnitt. Die hat sich in den letzten 100 Jahren, also vor 100 Jahren, hat bei Standard & Poor's 500 im Durchschnitt ein Unternehmen 67 Jahre gelebt. Das ist ungefähr vergleichbar mit Familienunternehmen. In den letzten 100 Jahren hat sich das reduziert auf sage und schreibe 10 Jahre. Ein Unternehmen im Standard & Poor's Index lebt im Schnitt 10 Jahre. Alle zwei Wochen scheidet ein Unternehmen aus der Wirtschaft aus, das im Standard & Poor's Index gelistet ist. Also wenn ich diese Zahlen höre, kommt mir eigentlich ziemliches Unwohlsein auf, weil das ist also alles andere als nachhaltiges und langfristiges Wirtschaften. Und im Prinzip, wie heißt es so schön, das Geld ist weiter da, nur es hat wer anderer. Nur es war nicht das Geld dieser Unternehmer, sondern es war das Geld von Aktionären. Also nachhaltiges Wirtschaften schaut für mich anders aus. Und wenn ich mir dann die durchschnittliche Lebensdauer von Familienunternehmen anschaue mit diesen zwei Generationen plus, ist es eindeutig das nachhaltigere Unternehmensmodell in einer Wirtschaft. In dem Zusammenhang freut es mich jetzt wirklich ganz, ganz besonders, dass die WU das Thema Familienunternehmen noch stärker in Zukunft aufgreifen wird
und sowohl in Forschung als auch in Lehre in Zukunft dem Thema Familienunternehmen mehr Gewicht gibt. Es hat in der Vergangenheit im FOFU, also im Forschungsinstitut für Familienunternehmen, schon durchaus international angesehene Forschung zu dem Thema gegeben. In Zukunft wird es noch mehr davon geben. Und ich bin überzeugt davon, dass die österreichische Wirtschaft mit Familienunternehmen und Universitäten, die sowohl in Forschung als auch in Lehre gute Arbeit machen und qualifizierte Mitarbeiter für Familienunternehmen und Nachfolger aufbauen und parallel auch Kraft in Forschung investieren, das Thema Familienunternehmen in Österreich durchaus zum Erfolgsfaktor werden kann. Oder bleibt, es geht eigentlich ums Bleiben. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass die Uni das Thema so aufgreift. Es ist mir ein Riesenanliegen und ich bin überzeugt davon, dass es für Sie Studierende durchaus spannend ist, sich auch mit Cases aus Familienunternehmen auseinanderzusetzen. Da gibt es nicht nur Zahlen, sondern auch Emotionen, das macht schon Spaß. Wenn ich jetzt noch einen persönlichen Appell an Sie richten darf, vor allem an die Studierenden. Ich habe mir mal die Liste angeschaut der attraktivsten Unternehmen für WU-Absolventen. Da ist eigentlich kaum ein Familienunternehmen dabei. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass Sie in Zukunft, wenn Sie sich überlegen, wo Sie Ihre Arbeiten schreiben, wo Sie Ihre Referraljobs machen, wo Sie starten, sich auch Familienunternehmen anschauen. Da gibt es wirklich spannende Unternehmen dabei. Und man hat es im Film schon gesehen und ich freue mich, dass das reingeschnitten worden ist. Bitte schauen Sie über die Wiener Landesgrenze hinaus. Es gibt 8 andere Bundesländer, die höchst attraktive Unternehmen haben. Das ist durchaus Chance und eine Möglichkeit, sehr attraktive Karrieren zu machen. Ich möchte mich wirklich nochmal ganz, ganz, ganz herzlich für die Auszeichnung bedanken, mit der ich eigentlich überhaupt nicht gerechnet habe. Und ich sehe das als Auszeichnung für jeden einzelnen Mitarbeiter bei uns im Unternehmen. Also erfolgreiches Unternehmertum ist Teamsport. Das ist keine Einzeldisziplin, das ist Teamsport. Und bei uns wird das so gehandhabt, ich nehme den Preis jetzt mit und wir werden das gemeinsam in eine Vitrine stellen und gemeinsam darauf stolz sein, weil jeder Einzelne bei IFN hat da einen Beitrag dazu geleistet. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Annette Klinger. Ich dürfe Sie gleich bitten, bei uns auch Platz zu nehmen hier oben. Ja, da waren ganz, ganz viele Punkte drinnen. Genau. Annette Klinger, Sie haben über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gesprochen. Ich würde da gerne eine zusätzliche Dimension aufmachen, nämlich die gesellschaftliche. Wie sehen denn die Menschen oder hier würde man wahrscheinlich sagen die Stakeholder Familienunternehmen, besonders wenn sie dann größer werden? Naja, ich sage jetzt ganz, ganz frech, ziemlich ambivalent. Also solange ein Familienunternehmen klein ist, also wenn es Start-up ist, ist es ganz cool. Das ist die Zukunft der Wirtschaft. Wenn es Klein- und Mittelbetrieb ist, dann sind wir stolz drauf. Vor allem, weil es regional Menschen beschäftigt. Sobald ein Unternehmen größer wird, wird es dann schon etwas ambivalenter in der Sichtweise. Da beginnt man dann zu überlegen, warum gehört das einer Familie? Ist das gerecht? Da beginnen dann Umverteilungsdiskussionen und wenn ich im Moment die Zeitung aufschlage, wird man manchmal ganz Angst und Bange, weil Unternehmertum, die Illusion, dass jetzt jeder mit großen Geldtaschen herumläuft. Ich kenne wenig Unternehmer, die persönlich sehr großzügig leben, sondern Unternehmertum ist, wenn man Geld in die Firma investiert und reinvestiert. Und mit Hallen und Maschinen kann man keine Vermögensteuer zahlen, kann man keine Erbschaftssteuer zahlen. Das sind Themen, wo man in Österreich wirklich aufpassen muss, um nicht ein großes Standbein der Wirtschaft abzustechen. Und trotzdem ist es offenbar notwendig, ein bisschen Werbung für die Institution Familienunternehmen zu machen. Unbedingt. Wir brauchen die besten Leute in Familienunternehmen. Wir sind nur deshalb gut, weil wir die besten Leute haben. Und ich bin überzeugt, dass es die auf der WU gibt und darum muss man da Werbung machen. Wir haben über die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gesprochen, Frau Professor, wir müssen auch über die rechtlichen Rahmenbedingungen sprechen. Dieser Übergang von einer Generation auf die nächste ist ja ein ganz, ganz kritischer Punkt für ein Familienunternehmen. Unser Erbrecht sieht ja davor, dass das Vermögen zwar erhalten wird, aber trotzdem geteilt wird und das ist für Familienunternehmen, wo ein Betrieb fortgesetzt werden soll, ja ein großes Problem.
Absolut. Erbrecht ist Teilungsrecht. Und das ist einfach, wir haben das Prinzip, dass jedes Kind gleich viel bekommt. Das ist unser gesetzliches Prinzip des Erbrechts. Das ist ja nichts Schlechtes, aber bei einem Unternehmen ist es schlecht. 100.000 Euro kann man leicht durch vier teilen. Aber ein Unternehmen kann man nicht so ohne weiteres durch vier teilen. Also das ist einmal ganz wichtig, dass man das schon sehen muss. Und man muss bei Eigentum auch zwei verschiedene Dinge sehen. Eigentum vermittelt Einfluss und Eigentum vermittelt Vermögen, also wirtschaftliche Vorteile. Das muss ich gut regeln in einem Unternehmen. Und ich muss eben die Kraft des Erbrechts, das Teilungsrecht des Erbrechts durch entsprechende Regelungen überwinden. Und da haben wir verschiedene Instrumente, nur ich muss das rechtzeitig machen, bevor ich sterbe. Es ist eh klar, dass dann zu spät ist. Aber es ist klar, ich muss eben man hier... Man muss es dazu sagen, ja. Man muss es dazu sagen. Es sind wahnsinnig viele Unternehmer, die keine Vorsorge treffen. Die eben sagen, das, mir passiert eh nichts, weil es passiert jedem anderen was, nur mir nicht. Und das Erbrecht, diese Folgen sind nicht immer klar. Und wenn ich aber, das Erbrecht haben wir seit 2015, 2017 neu, wenn ich da rechtzeitig daran denke, kann ich sehr gute Gestaltungen treffen, dass eben wirklich eben die geeigneten Kinder oder die älteste oder die jüngste Tochter oder der dritte Sohn hier das wirklich übernehmen kann und wirklich eben im Unternehmen tätig werden kann. Das Unternehmen verlangt nämlich effiziente, rasche Entscheidung. Dem Erbrecht ist es egal. Also wir haben hier zwei völlig verschiedene Prinzipien, eben die Effizienz im Unternehmensrecht, das Teilungsrecht des Erbrechts und diese beiden Prinzipien müssen wir zusammenbringen durch eine frühzeitige und gute und also angemessene Gestaltung. Annette Klinger, wie war das damals 1997? Sie haben das Unternehmen übernommen und in einem Interview in der Presse, und die Presse vergibt übrigens am 14. Mai den Award für die besten Familienunternehmen, in der Presse habe ich gelesen, Sie haben gesagt, Sie waren damals reich an Chancen und reich an Verantwortung, aber arm an Geld. Wie ist es gelungen, das Vermögen zusammenzuhalten? Naja, also bei uns ist es wirklich so, dass das rechtzeitig überlegt wurde. Und das Interessante ist, ich meine, wir haben jetzt die vierte Generation und es war in jeder Generation eine völlig andere Übergabelösung, weil man sich immer an die aktuelle rechtliche Situation halten muss und die aktuelle steuerliche Situation und auch an die Anzahl der Personen. Die werden ja immer mehr, je größer die Generation wird. Und ich kann das nur unterstreichen. Also ich erlebe viele Unternehmer, je später man so ein Thema angeht, desto unangenehmer ist es. Also mit jemandem zu sprechen, der 75 ist und ihn zu fragen, hast du schon einmal ein Testament gemacht und hast du dir überlegt, wie du das Unternehmen weitergibst, ist deutlich unangenehmer, wie wenn ich das locker mit 30 mache. Also ich habe mit 30, nachdem mein Vater verstorben ist, mir überlegt, was passiert, wenn ich einen Autounfall habe. Ich habe zwei Kleinkinder. Wenn ich jetzt einen Autounfall habe, ist das existenzgefährdend fürs Unternehmen und habe relativ locker eine Lösung gefunden. Ich bin mir nicht so sicher, ob das heute noch so einfach mit mir selber auszumachen wäre, weil je älter man wird, desto weniger will man sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Wobei man dazu sagen muss, das ist auch wirklich jedes Jahr ein aktiver Akt, dass man den Steuerberater anruft, dass man den Rechtsanwalt anruft, dass man sich zusammensetzt und sagt, was hat es für Neuerungen gegeben? Ich sage, was hat es in der Familie für Neuerungen gegeben? Und dann überlegen wir, was wir adaptieren und anpassen müssen. Es kann nämlich wirklich fatal sein, weil ich es selbst erlebt bei meinem Vater, Ableben ist nicht planbar. Du kannst doch mit 58 umfallen und tot sein. Und das ist in einem Familienunternehmen ganz was anderes. Es ist in einer Familie ein Drama, wenn der Vater sehr früh verstirbt. In einem Familienunternehmen kann das zur Katastrophe werden. Also nur als kleine Anekdote am Rande, es war alles rechtlich und steuerlich geklärt. Ich habe die Anteile gehabt, es war alles erledigt. Mein Vater hat sich einen Minimalanteil von, glaube ich, 1 oder 2% gehalten, damit er weiter Stimmrecht hat. Und plötzlich kriege ich die Erbschaftssteuerrechnung. Ich war durchschnittlicher Angestellter mit einem durchschnittlichen Angestelltengehalt und Erbschaftssteuer wird vom Wert des Unternehmens berechnet. Also ich bin von einem Familienmitglied zum anderen gegangen, unsere Familie ist groß, und habe Geld eingesammelt, um die Erbschaftssteuer zu zahlen. Und das Finanzamt, dem ist es völlig wurscht, wie alt du bist und was du für Einkommen hast, das ist zu zahlen, und zwar jetzt. Und wenn man das nicht selbst erlebt hat, ist das wahrscheinlich ganz, ganz schwer nachvollziehbar. Ja.
Kommen wir weg vom Erbrecht. Mhm. Sie haben angesprochen, es gibt eine Familienverfassung. Mhm. Welche Aufgabe hat die und was leistet die und warum ist die so wertvoll für Sie? Naja, die besteht aus mehreren Ebenen. Da gibt es einmal sowas wie eine gemeinsame Werthaltung, die man mal niederschreiben muss, wofür steht man. Dann gibt es klare Regeln in der Familie. Dann gibt es klare Regeln für das Zusammenleben zwischen Familie und Unternehmen. Und dann gibt es noch diese Schubladenlösung, diese Notfallslösung, wenn irgendwem was passiert. So würde ich das beschreiben. Und das Ganze ist dann strukturiert in Vereinbarungen und gemeinsamen Bildern, die man erzeugt und die man auch leben muss, in niedergeschriebenen Dingen und in klaren Verträgen. Und in den Verträgen steht dann durchaus hin und wieder eine Klausel, die wehtut, um das Ganze dann an Schärfe zu erhöhen. Ja, Susanne, worauf muss man denn achten, wenn man so eine Familienverfassung erstellt? Mir gefällt es jetzt sehr gut, wie Sie die Familienverfassung beschreiben. Das ist nicht nur ein einheitliches Dokument, ein Vertrag, der voll verbindlich ist. Natürlich gehen wir Juristen und Juristinnen davon aus, dass ein Vertrag verbindlich ist. Aber wichtig ist die Akzeptanz. Die Akzeptanz bekomme ich durch gemeinsames Erarbeiten. Dass ich einen Prozess habe, dass ich ein Jahr lang mich mit meinen Familienmitgliedern auseinandersetze, dass wir harte Themen aufnehmen. Sind adoptierte Kinder gleich wie leibliche Kinder? Wollen wir die Angeheirateten da drinnen haben oder nicht? Die sind überhaupt die Schwägers. Geht gar nicht. Also ist ein Riesenthema. Oder wie schaut's aus mit der Übertragung? Wer darf da zustimmen? Wer hat ein Vorerwerbsrecht? Wie billig darf der aussteigen oder können wir es uns leisten? Also viele, viele Themen, die eben hier wie Bauteile zusammenkommen. Oder wer hat etwas zu sagen? Wer darf den Aufsichtsrat nominieren? Ist es stammesbezogen oder sind es die Jungen gegen die Alten? Also ich habe ja da verschiedenste Möglichkeiten. Und das Spannende ist, wenn man das mit einer Familie diskutiert, kommen ganz viele Argumente, die für sich isoliert alle gut sind, nur sie müssen gemeinsam eben zusammenkommen und wir müssen das Commitment haben, wir wollen das gemeinsam auf Dauer machen. Und genauso wie die harten Regelungen, genauso wie die Sanktion, die wehtut, wie der Eskalationsmechanismus, ist aber vor allem das Commitment, wir wollen das tun und die Akzeptanz, dass wir uns da gemeinsam dazu zusammengefunden haben. Und genauso wichtig wie die Unterschrift ist der gemeinsame Prozess. Und was Sie vorher in Ihrem Vortrag schon so schön gesagt haben, es muss jemanden geben, der verantwortlich ist, das zu exekutieren. Das kann der Prorektor sein oder wie immer man den schon, oder Protektor, wie immer man den schön bezeichnet in seinem Vertrag. Es muss eine Persönlichkeit sein, die Kraft ihrer Persönlichkeit anerkannt wird. Und das ist wirklich harte Arbeit, nämlich Beziehungsarbeit, die eben hier zu leisten ist. Die Regel muss schon passen, aber sie muss nicht sichtbar sein, sie muss eben gelebt werden. Also es haben nur viel zu wenige Familienunternehmen noch tatsächlich so ein schönes Regelwerk, wie Sie es beschrieben haben. Wir spielen uns immer gern Bälle zu. Stellen Sie sich jetzt einmal vor, die aktuellen Patchwork-Familien, wo es dann erst Zweit- und Drittfrau gibt und nebenbei zwei Freundinnen und möglicherweise uneheliche Kinder. Was das in einem Kontext von einem Familienunternehmen bedeutet. Also ich kenne 3, 4 oberösterreichische riesige Unternehmen, die im Moment dran küffeln, dass jemand sehr umtriebig war in der Wahl seiner Frauen und auch sehr, sehr viele Kinder hat und der Status nicht geregelt ist. Das kann herausragende Unternehmen in ihrer Existenz innerhalb kürzester Zeit zerstören. Jetzt müssen Sie uns die Auflösung geben. Wie haben Sie das geregelt? Wer kann bei Ihnen Geschäftsführerin werden? Also bei uns gibt es je Stamm einen, der im Unternehmen tätig sein darf. Das ist relativ hart, weil es werden immer mehr Personen. Es gibt ein klares Aufgriffsrecht, also ich könnte jetzt nicht einfach meine Anteile verkaufen. Die muss ich immer meinen jeweils anderen Stämmen vorher anbieten. Und da gibt es einen klaren Preis. Und der ist nicht so attraktiv, dass ich das jeden Tag das Bedürfnis hätte zu sagen, wie wäre es denn? Aber Sie sehen, die Teilung, wir werden immer mehr und die effiziente Entscheidungsfindung, es darf nur einer sein. Ja. Hier sind genau diese beiden Prinzipien sehr schön zusammengeführt und ich muss mir es leisten können. Also nämlich, es ist eine faire Lösung bei Ihnen. Wir haben nicht das Anerbenrecht, wie wir es im landwirtschaftlichen Bereich haben, wo die weichenden Erben praktisch nichts bekommen, sondern es ist ein fairer Preis, aber er muss sicherstellen, dass das Unternehmen bestehen kann, dass der drinnen bleibt, es sich leisten können muss. Das kann man mit Fristregelungen und mit Kreditierungsregelungen lösen. Aber da muss man dann schon darüber nachdenken. Aber es muss vor allem die Akzeptanz wieder da sein und die Bereitschaft der Gruppe, also aller Familienmitglieder, das wirklich zu tragen. Und man muss sagen, dass bei uns das Fundament in der zweiten Generation gelegt worden ist.
Und als 16-Jähriger hinterfragt man nicht, wenn man jetzt zum Beispiel eine Erbverzichtserklärung unterschreibt. Das ist so und das soll man so machen. Man liest sie schon durch. Wenn wir das heute machen würden, wäre das nicht mehr so einfach. Das ist praktisch ein solides Fundament, auf das man aufbauen kann. Und wo man auch persönlich schon erlebt hat, dass es funktionieren kann. Das Schwierige ist ja, du sitzt da drinnen und jeder wird beschnitten in seinen Rechten. Warum soll ich da zustimmen? Ich krieg's auch geschenkt. Also das ist immer das Argument dazu, dass ich es eben bekomme und ich bekomme es aber mit einer bestimmten Qualifikation. Und diese Qualifikation sind eben gute Regelungen und da muss ich mich committieren und eben dem zustimmen. Aber es ist immer, ich habe es nicht selbst erarbeitet, sondern ich habe es bekommen. Daher ist es auch fairer, dass ich es nicht ganz frei verkaufen kann und dass ich eben einen bestimmten Preis akzeptieren muss. Und ich habe auch Vorteile draus, weil ich bekomme eine gute Ausbildung, ich bekomme die Möglichkeit, uns wechselseitig eben hier mehr oder weniger matchen zu können und ich habe hier eine Chance, auch eigenständig tätig zu sein. Also was ist der Mehrwert, dass ich eben in dieser Gruppe der Familie und im Familienunternehmen bleibe? Also und es ist im Interesse des Unternehmens. Also Familienunternehmer haben sehr große Verantwortung für ihr Unternehmen und wenn das Unternehmensinteresse vorgeht und das logisch ist und man sieht, dass diese eigene Beschränkung Nutzen fürs Unternehmen hat, dann tut man es auch. Genau, aber diese Überzeugung muss ich rüberbringen. Ich selbst allein isoliert, wenn mir das Unternehmen wurscht ist, ist mir die Dividende ein Anliegen oder will ich einen möglichst hohen Preis. Aber wenn ich ein Interesse daran habe, dass wir dauerhaft bestehen, dann stecke ich zurück bei der Dividendenausschüttung und bin eben also akzeptiere, dass eben ein bestimmter Eigenkapitalpolster im Unternehmen sein muss und dass ich eben nicht jederzeit hinaus kann und meine Idee nicht sofort verwirklichen kann, sondern eben nur in Abstimmung mit der Gruppe. Und das ist eben diese Überzeugungsarbeit, die Sie tagtäglich gegenüber Ihren Familienmitgliedern leisten müssen. Wobei der letzte Punkt der schwierigste ist. Also da braucht man die Regeln am öftesten. Weil Familienunternehmer sind unternehmerisch. Und wenn drei Unternehmer zusammenkommen, da reibt es schon. Es möchten natürlich viele hinein, viele in diese Position hinein. Wie ist denn das in der Praxis der Familienunternehmen? Vor gut 200 Jahren hat das Familienunternehmen Habsburg die pragmatische Sanktion beschlossen und Maria Theresia konnte das Unternehmen übernehmen. Wie ist denn das heute? Sind da die Töchter noch immer die Notnagel oder hat sich das Bild mittlerweile gedreht? Also nachdem ich mich mit dem Thema Familienunternehmen beschäftige, seit ich im Unternehmen bin, eigentlich schon während dem Studium, habe ich so ein bisschen die historische Entwicklung beobachten können. Und das war wirklich lustig, also wenn ich Vorträge gehalten habe vor 20 Jahren, kamen noch Väter und Töchter zu mir und haben sich bei mir bedankt, dass ich ihnen Mut gemacht habe für etwas, was sie sich nie zugetraut hätten. Heute sehe ich unheimlich viele Frauen in Familienunternehmen, in Führungspositionen deutlich mehr als in kapitalmarktorientierten Unternehmen. Und auch in Branchen, wo ein niedriger Frauenanteil ist, sind Frauen in der Führung. Also ich halte unheimlich viel von gemischten Teams. Also ich würde es auch nicht gut finden, wenn wir drei Frauen wären, die jetzt in der Nachfolge wären. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche Alter, unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Stärken und Schwächen hat. Dann sind Teams zwar in der Entscheidungsfindung nicht einfach, aber es kommt was Besseres raus. Ich sehe das auch so und ich sehe das auch bei vielen Aufsichtsräten oder in Vorständen, dass Frauen in Familienunternehmen, das sind natürlich oft Töchter, sind Nichten, eher eine Chance bekommen als in Börsennotierten. Ich muss aber jetzt noch was Schönes sagen. Es gibt jetzt eine UGH-Entscheidung seit 4 Wochen. Ich habe vor drei, vier Jahren einen Aufsatz geschrieben gegen feindliche Frauenklauseln, dass nur Söhne übernehmen dürfen. Und es war ein österreichisches Familienunternehmen, das eben in den 60er Jahren diese Klausel drinnen hatte. Und der Oberste Gerichtshof hat sich unserer Argumentation in dem Aufsatz angeschlossen, ich habe den geschrieben mit einer Kollegin aus Köln, dass es eben nicht zulässig ist, völlig unsachlich Frauen auszuschließen. Man kann die Susanne Karls ausschließen, weil die mag ich nicht. Das ist sachlich genug. Aber ich darf nicht Frauen ganz pauschal ausschließen. Und das ist eben wirklich auch eine echte Anerkennung, dass eben hier tüchtige Frauen die Chance bekommen sollen. In diesem Unternehmen war es nämlich
nämlich so, da hat es auf dem einen Stamm eine tüchtige Frau gegeben und einen nicht, also aus der Sicht des Vaters, nicht so tüchtigen Sohn. Und der wollte eben seiner Tochter dann die Chance geben, eben hineinzukommen und hatte eben die Möglichkeit nicht, weil man diese alte Regelung hatte. Man kann jetzt nicht schimpfen über die Regelung aus den frühen 60er Jahren. Damals war eben der Kontext ein anderer und war es typischerweise, dass die Frau einen anderen Berufsweg genommen hat. Aber heute, das ist jetzt vorbei. Wobei, es klingt so skurril, ich war vor 15 Jahren bei einem Vortrag, den ersten habe ich gehalten, Mut machen, weibliche Nachfolger. Der zweite ist von einem Unternehmer gehalten, und ich sage keine Namen, der sich meinen Vortrag nicht angehört hat, und der hat seinen Vortrag begründet mit den Worten, er hat in Amerika gelernt, man muss mit Scherzen beginnen. Seine Firma XY, und die ist sehr, sehr groß, ist deshalb so erfolgreich, weil sie nie weibliche Familienmitglieder in die Führung gelassen haben. Also da sind 100 Leute Trainingssessen, denen ist das Gesicht runtergefallen. Also das ist durchaus noch gelebte Praxis in Unternehmen. Es ist also nicht selbstverständlich. Also ich versuche immer Mut zu machen. Klarerweise als Vater will man seine Enkelkinder mit der perfekten Mutter, die am besten 24 Stunden sich um die ideale Ausbildung der nächsten Generation kümmert. Und das ist schon in einem Familienunternehmen ein gewisser Konflikt. Ich schicke da jetzt die Tochter rein. Ich weiß, die ist zeitlich sehr engagiert in der Firma. Das weiß ich von mir selber als Vater. Dann hast du möglicherweise ein bisschen ein konservatives Wertbild und die armen Enkelkinder. Sind alle anderen arm, also das ist immer so. Okay. Auch wenn unsere Zeit nur mal ganz kurz ist, möchte ich doch noch ein Thema ansprechen, um das man beim Thema Familienunternehmen nicht umhergehen kann. Dieses langfristige Denken. Susanne Kaiser, was kann man denn auf der rechtlichen Seite tun, um langes Leben für ein Unternehmen zu sichern? Ist die Stiftung da ein großes Thema zum Beispiel? Ich meine, die Stiftung ist natürlich ein großes Thema für Familienunternehmen. Es sind ganz, ganz viele größere und auch gar nicht so große Familienunternehmen in Stiftungen. Und Stiftungen haben in Österreich einen ganz wichtigen Platz. Wir haben über 3000 Stiftungen und ich bin, jetzt sage ich über den Daumen, 2/3 davon sind Familienunternehmen oder sind Unternehmensbeteiligungen, die in Stiftungen eben organisiert sind. Und Stiftungen sind eine ganz wichtige Rechtsform und eine ganz wichtige Organisationsform, um eben Familienunternehmen hier zu organisieren. Warum? Man trickst ein bisschen das Erbrecht aus, weil man das nicht mehr so unmittelbar hat, gibt aber sehr viel Macht auf. Das heißt, man darf es, eine Stiftung ist eine ergänzende Rechtsform, um Stabilität zu schaffen. Das setzt aber voraus, dass ich das wirklich gut mache und dass ich wirklich eine gute Governance-Struktur auch innerhalb der Stiftung gestalte. Das heißt, dass in der Familie die Macht, nämlich der Besetzung des Vorstands bleibt, dass in der Familie die maßgeblichen unternehmerischen Entscheidungen bleiben. Das macht uns das Privatstiftungsrecht nicht so leicht, schon einmal der Gesetzgeber nicht so toll. Der oberste Gerichtshof, also die österreichische Judikatur, war fürchterlich, hat diese Idee eigentlich fast zerstört. Aber wenn man es gut macht, dann ist die Stiftung eine absolute Hilfe, um Stabilität zu schaffen und tatsächlich unternehmerische Ideen gut zu organisieren. Also, aber das muss ich gut machen. Das ist genau der Punkt. Also erstens brauche ich einen Gesetzgeber, der eine kontinuierliche Linie fährt. Das haben wir in Österreich leider nicht. Beim Steuergesetzgeber war es noch viel ärger. Aber der Knackpunkt ist schon, ein Unternehmen in einer Stiftung wird, wenn der Stifter verstirbt, von einem Stiftungsvorstand mitgeführt als Eigentümervertreter, der in seiner Stiftungsurkunde üblicherweise Erhalt des Vermögens drinnen stehen hat. Stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt der Stiftungsvorstand, üblicherweise Rechtsanwälte. Der Vorstand kommt mit einer ganz innovativen Idee mit hohem Risiko. Und Sie haben jetzt als Stiftungsvorstand mit der klaren gesetzlich oder vertraglichen Verpflichtung, den Begünstigten gegenüber das Vermögen zu erhalten, müssen Sie jetzt unternehmerische Entscheidungen treffen und haften noch für die Qualität Ihrer Entscheidung mit dem gesamten Privatvermögen. Was tun Sie? Sie sagen nein. Und ein Großteil der österreichischen Stiftungen hat mittlerweile nicht mehr den Stifter oder irgendeinen üblichen, also in der Vergangenheit war es so, man hat einen Rechtsanwalt, einen Steuerberater und einen Freund der Familie, der Unternehmer ist, in die Stiftung setzt, als Stiftungsvorstand. Damit war über den Freund der Familie irgendwo der Unternehmer in der Stiftung drinnen. Mittlerweile ist es sehr, sehr dominiert von Rechtsanwälten und ich erlebe selber, das ist jetzt nicht bösartig, aber Sie müssen Ihre Rolle als Stiftungsvorstand um dem, was in der Stiftungsurkunde steht, nachkommen.
Da gibt es die Möglichkeit, man kann die Stiftungsurkunde nachbessern und schauen, dass man sehr unternehmerisch denkende Rechtsanwälte findet. Aber das ist schon in manchen Familien im Moment ein Riesenstreitpunkt, wenn man begünstigt einer Stiftung ist, keine Möglichkeit mehr hat, den Vorstand oder einen Beirat irgendwie zu beeinflussen. Und dann sagt er entweder zu allem Nein oder er macht Dinge, die überhaupt nicht im Interesse der Familie sind. Also wie gesagt, da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist aber nicht das Problem der Stiftung, sondern der Menschen, die da drinnen sind. Richtig. Weil ich glaube, man hat einen Stiftungsvorstand mit völlig unterschiedlichen Funktionen. Sie haben jetzt den unternehmerisch Denkenden. Den will man zum Teil gar nicht. Wenn Sie eine unternehmerisch denkende Familie sind, dann sind Sie oben im Beirat und sind unten in der Familienholding und im operativen Geschäft. Dann soll der Stiftungsvorstand möglichst wenig tun, soll gerade die Anteile halten. Ist super und macht das völlig richtig. Die zweite Funktion ist, dass er der Moderator ist. Nämlich der kann tatsächlich der Moderator für die Familienunternehmer sein, für die Familienunternehmer sein und auch für die Eigentümer im Verhältnis zum Unternehmen. Er kann oder muss zum Teil auch der Brückenbauer sein oder er muss eine Generation überspringen, wenn eben ein Todesfall ist, dass ich das übernehmen kann. Aber ich denke mal, wir haben völlig verschiedene Funktionen. Man muss sich immer genau anschauen, wie das ist und wir brauchen eine flexible Gestaltung. Absolut, ja. Ich bin bei Ihnen, der Gesetzgeber ist jetzt aufgerufen, wir haben einen Reparaturbedarf. Weil eben wir das zu starr gehabt haben und der oberste Gerichtshof viel dazu beigetragen hat, dass das so schlecht geworden ist. Wir brauchen eine Novelle des Privatstiftungsgesetzes, damit die Stiftung wieder funktionsfähig wird. Und was heißt das? Das heißt, dass die Familie wieder mehr Einfluss hat, nämlich die unternehmerisch denkende Familie. Das ist eigentlich relativ einfach und eigentlich sollte das einem Gesetzgeber, dem die Unternehmen im Land etwas wert sind, hier auch ein leichtes sein, einfach eine Organisationsform für Familienunternehmen und Sie haben die Zahlen so beeindruckend genannt, damit die wieder funktionsfähig werden. Also um das geht es eigentlich, um eine Ermächtigung und eine Ermöglichung letztlich. Susanne Karls, Annette Klinger, wir müssen zum Schluss kommen. Meine letzte Frage an Sie beide ist, was macht denn ein erfolgreiches Familienunternehmen aus? Das ist die Begeisterung für erstens das Produkt und die Begeisterung mit eigener Leistung hier am Markt zu realisieren, um für sich, für seine Mitarbeiter und für seine Region tatsächlich etwas zu gestalten und dauerhaft zu gestalten. Wann ist ein Familienunternehmen erfolgreich? Wenn Sie das von mir erwähnte Abwägen von Risiko und Chancen gut beherrscht. Vielen herzlichen Dank. Und erfolgreich ist man offensichtlich auch dann, wenn man WU-Managerin des Jahres ist. Hoffentlich. Umso erfolgreicher dann. Genau. Vielen herzlichen Dank, meine Damen, vielen herzlichen Dank Ihnen fürs Mitdenken. Und ich darf die Frau Rektorin bitten, als Rechnungsprüferin unserer Erwartungsbilanz tätig zu werden. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich denke, ich darf durchaus im Namen aller Gäste sprechen, wenn ich sagen, es war sicher ein sehr kurzweiliger Abend. Wir haben hier gesehen, wir haben nicht nur eine ausgezeichnete Managerin hier sozusagen auf die Bühne gebeten, sondern auch eine Stimme für Familienunternehmen in Österreich. Das freut mich und es freut mich natürlich auch, und da nehmen wir Sie ja beim Wort, dass Sie der WU weiterhin verbunden bleiben werden. Ja, ich möchte sozusagen hier den offiziellen Teil damit dann auch noch mit einem kleinen Abschlusslied abschließen. Darf Sie aber bitten, noch ein bisschen bei uns zu bleiben, ein bisschen noch mit uns und der Frau Klinger zu feiern und im informellen Gespräch die vielen interessanten Punkte noch weiter zu erörtern. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie da sind, aber bleiben Sie auch noch ein bisschen. Dankeschön. Vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Herzliche Gratulation nochmal. Ich schließe den heutigen Abend mit Happy Day. I'm standing here right now to you holding my hand. Looking back at times of trouble and times in Wonderland.
I never felt this way. Shout my fears away. I'm telling you, I never felt this way. This is a happy day. Happy day, oh happy day. This is a happy day. Happy day, oh happy day. Sit back and enjoy today. All we need is a happy day. In each and every way. A happy day, oh let me say. That this is a happy day. I'm so excited, girl, having you as my best friend. Looking forward to life together and a love that never ends. You make me feel this way each and every single day. It's only you, you make me feel this way. This is a happy day, oh happy day. This is a happy day. Happy day, oh happy day. Sit back and enjoy today. All we need is a happy day. Each and every way. A happy day, oh let me say. That this is a happy day.